So, meine Lieben, das ist jetzt die letzte Folge, wo ich die Spezies vorstellen möchte oder werde, weil das sind die letzten drei. Ne? Die letzte Rassendebatten waren die Mammosianer. Jetzt kommen jetzt noch diese drei unteren, angefangen von den Chronomysten. Ja, also auch die Musik hier impliziert wieder einen sehr, sehr mystischen Grundsatz, ne? Und scheinbar geht es auch in die Richtung, denn die Chronomysten sind Wegreisende, also Sternenwegreisende, ja. Bei der Konklave wird es offensichtlich, dass die Chronomysten ein großes Bedürfnis entwickelt haben, dem Licht der Sterne zu folgen. Der Wille der Kronos ist klar und hell. Das Licht scheint sehr lebendig an der Konklave oder bei der Konklave, ja. Ich soll die einfach leiten in ihrer Aufgabe. So. Das heißt, die wollen, ja, die wollen sehr schnell wahrscheinlich oder können sehr schnell wahrscheinlich diese Sternwege bestreiten. Kann sein, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, waren die so die einzige Rasse, die ohne Sternantrieb oder irgendwie sowas die betreten konnten, diese Sternwege, ich weiß es gar nicht. Die Chronomysten sind aber auf jeden Fall tiefgründig religiös und eine tiefgründig religiöse und philosophische Rasse, ja, die die meiste Zeit, ihre meiste Zeit in einen Trance-Zustand, einen tranceartigen Meditationszustand verbringen, um ihren inneren Raum zu erkunden oder zu erfahren, ja. Wenn sie eins mit ihrem Gott Kronos geworden sind, na, ja, fliegen die Chronomysten durch die Zeit, durch Raum und Zeit in einer unterschiedlichen Rate oder in einer unterschiedlichen Geschwindigkeit im Vergleich zu denen, die, die nicht auf, sozusagen aufgestiegen, also diese, ja, aufgestiegen sind. Also ergo sozusagen bist du im Einklang mit Gott und dir selbst und der Welt, kannst du schneller durch Raum und Zeit reisen. Und, oh krass, okay, das ist ja auch mal, ja, das ist mal eine ziemlich broken Fähigkeit, ja, aber gut, so wird es im Spiel wahrscheinlich auch nicht sein oder so. Du kannst wahrscheinlich einfach schneller reisen, wahrscheinlich, das wird es sein, ne, schneller reisen auf den Sternenlinien. Sie haben einen Weg gefunden, eben diese Sternenlinien dadurch, ja, zu betreten und schneller zu werden darauf, oder weißt du, accelerate through them, also schneller sie zu durchschreiten. Die Chronomysten bestehen größtenteils aus organisch-optischen Komponenten, was soll das denn heißen? Organisch-optische Komponente, und ihre Intelligenz besteht aus den Lichtstrahlen, die sich biegen und brechen durch ihre internen Linsen und Spiegel. Das ist ja krass, okay. Also, okay, das Licht, das in sie fällt, ja, kreiert solche intelligenzfördernden Signale und Impulse sozusagen. Helles Licht strafft ihre mentale Genauigkeit und erlaubt es ihnen, sich mehr oder tiefgründiger zu fokussieren in ihrer Kommunikation mit Kronos. Also eine hochreligiöse, das ist sozusagen die andere Art religiöse Rasse im Vergleich zu den Flutmarker. Da war es ja so, dass sie religiös waren, aber eben fanatistisch veranlagt. Die haben halt sehr stark religiös ausgeprägte Rasse, die aber eher den friedlichen Weg wahrscheinlich wählt. Also die scheinen für mich jetzt nicht so die typischen Krieger zu sein, ne? Nutzen sozusagen ihre Erleuchtung, um eben aufzusteigen und schneller durch das Weltall zu reisen. Eine chronomystische Gesellschaft ist unstrukturiert, ja. Es gibt eine nie enden wollende Versammlung, die die Konklave genannt wird, wo individuelle Chronomysten kommen und gehen, ihre Lichtstrahlen reflektieren, definieren und über die Evolution ihrer Kultur und ihres Glaubens kommunizieren. Die Konklave der Chronomysten
ist wirklich ein wundervoller Anblick oder ein einzigartiger Anblick im Universum, ja. Ein nie enden wollender, intricate, also ein nie enden wollender, wunderbarer Tanz von farbigen Lichtern, die jeder Chronomist in einem bestimmten Punkt seines Lebens halt auch, ja, wo jeder Chronomist an einem bestimmten Punkt seines Lebens teilnehmen wird, ja. Ja, schön, ey, das ist auch so, ey, wunderbar geschrieben, muss man wirklich mal sagen, ja. Aber auch also aus organischen optischen Komponenten, also so richtiger Lichtertanz, ist wunderbar. Also das heißt so dann, wenn wir mal in den Himmel gucken und wir sehen da eine Sternschnuppe, ist es am Ende keine Sternschnuppe, sondern ein glitzernder Chromonist oder eine glitzernde Chromonistenkonklave. Ne? Gut. Also, jetzt die vorletzte Rasse kommt jetzt. So, jetzt kommt eine Rasse, die ich sehr, sehr gerne auch gespielt habe, die Kamachis, die auch wunderbar anfängerfreundlich sind. Denn da weiß ich noch ganz genau, die hat nämlich die Fähigkeit, ja, also eine Forschung innerhalb von einem Tag, wenn sie ihre Fähigkeit aktivieren konnten, zu erforschen. Was super praktisch ist, wenn man bedenkt, dass gerade spätere Forschungen eben sehr, sehr lange dauern. Also dauern da nicht nur 30, 40 Tage, sondern manchmal sogar vielleicht 500 Tage, 1000 Tage. Also da sind die Kamachis schon echt eine richtig, richtig gute Rasse, muss man ehrlich mal sagen. Gut, fangen wir an. Ja, also auch die Musik wird sehr determiniert, ne, so schon sehr willensstark, und da sind sie ja auch, Kamachis, ne, willensstarke oder determinierte Forscher, ja. Du bist der Kaiser der Kamachis. Deine Blutlinie hat über die Stadt der Erleuchtung für mehrere Jahrhunderte, oder hat dort mehrere Jahrhunderte regiert und macht das immer noch. Ja, also deine Herrschaft wurde nur gestärkt durch die Antizipation auf den Kataklysmus. Ja? Denn Leute sind jetzt bereit, ihre Pläne auszuführen, das Sternsystem zu verlassen. Ja? Also die Kamachis lieben ja, technische Spielereien und Technologie. Ja? Sie sind in der Lage, genau das ist es ja, das ist die Fähigkeit von denen. Sie sind in der Lage, große wissenschaftliche Durchbrüche schnell zu erfahren. Ja? Unter dauerhaftem Stress. Ne? Und dieser Stress schnürt sozusagen oder sag mal, verstärkt ihre wissenschaftlichen Fähigkeiten und passt dann auch ihre Willenskraft an. Ja? Ist so ein bisschen wie Adrenalin sozusagen. Ne? Also wie zum Beispiel bei uns Adrenalin die physischen Fähigkeiten verbessert. Also haben die sozusagen so eine Art Hormon, dass die Adrenalin, also nicht unsere physischen Fähigkeiten stärkt, sondern eben ihren Determinismus und eben ihre wissenschaftlichen Fähigkeiten stärkt. Deswegen sind die in der Lage, halt, wenn das ausgeschüttet wird, zu sagen, okay, wir haben jetzt hier, weiß ich nicht, wir haben jetzt hier 24 Stunden Zeit, ein Heilmittel gegen irgendeine natürliche Krankheit zu finden. So, und das schaffen wir dann auch so. In der jüngsten Vergangenheit hat eine riesige hochentwickelte Alienrasse oder ist sozusagen ein Raumschiff von dieser Alienrasse durch das Kamachi-System geflogen. Die Aliens haben entdeckt, dass die Sternlinien Eingangspunkte haben im System, ja, und driftet over time und sind über die Zeit in eine unstabile Konfiguration geraten. Sie haben den Kamachis erzählt, dass sie nicht vorhersehen können, ob der Kataklysmus eintreten würde. Ja, aber sie waren sich sicher, dass die Kräfte, das Forces would release, also dass die Kräfte dabei sozusagen die Sterne und die Planeten, die sie umkreisen, zerstören würden. Also glauben Sie ergo, so wie ich das verstanden habe, diese Sternensysteme haben ja Eingangspunkte und Ausgangspunkte. Das werdet ihr dann im Spiel auch noch sehen. Und die glauben sozusagen, wenn das stattfindet oder wenn diese irgendwie betreten werden und ja, wenn man diese verlässt,
kann es irgendwann dazu kommen, wenn man die, wenn man nicht sozusagen diese, durch diese Kraft, die dabei ausgeströmt wird, kann es sein, dass die Heimatplaneten der Kamachis auch zerstört wird. Deswegen die jetzt wahrscheinlich da motiviert werden, das Heimatsystem zu verlassen. Genau, das Wissen über diese Gefahr hat die Kamachi-Gesellschaft in einen wissenschaftlichen Wahn gebracht, ja. Einen wissenschaftlichen Wahn, der aber auch technologische Fortschritte mit sich gezielt hat, ne? Diese Stressreaktion der Kamachis und ihre wirklich verbesserten mentalen Fähigkeiten oder Möglichkeiten sind sogar voll ausgebadet worden oder haben sich voll aktiviert und sie sind sozusagen innerhalb von wenigen Jahrzehnten von einer prätechnologisierten Gesellschaft zu einer Gesellschaft geworden, die kurz vor der Entdeckung einer der Weltraumreise stehen. Also auch wunderbar, ne? Also auch interessante, also ist auch wieder eine richtig coole und wunderbare Backstory hier. Und wie gesagt, die Kamachis sind echt, also für Anfänger eine richtig tolle Rasse. Es ist halt auch eine ultra starke Fähigkeit. Also es gibt so, ich weiß noch, ich weiß nicht, inwiefern das Spiel halt ausgeglichen ist. Es gibt halt so manche Rassen, sage ich mal, die sind halt einfach besser als andere, würde ich jetzt mal so behaupten aus dem Stegreif. Zumindest ist das so meine Erinnerung. Und ich weiß, die Kamachis waren auf jeden Fall einige der Rassen, die wirklich sehr, sehr toll waren. Ne? So, aber da wollen wir uns mal zu der letzten Rasse, zu der letzten Vorstellung der letzten Rasse hier begeben. Und zwar jetzt. So, das sind jetzt die letzten, die Nimbuloids. Wollen wir mal, los geht's. Ja, jetzt sind wir hier angelangt bei der Rasse, die einfach nur aus Nebel besteht. Ne? Die Nimbuloids. Ne? Auch die Musik war sehr mystisch und so, als ob sie sich hier in den Sphären, in den Äther erhebt. Und die Nimbuloids sind wirklich sehr, sehr expertenhafte oder sehr fantastische Bauarbeiter. Ja, deine Art findet viel Anklang bei den Nimboliden und viele folgen dir. Ja, die Strömungen der Sterne werden immer stärker und es gibt wenige, die jetzt bezweifeln, dass die Nimbuloiden diesen Schwingungen oder diesen Strom auch irgendwann folgen werden oder diesen Strom folgen sollten. Ja, du solltest deine Spezies leiten. Ne? Zeig den Nimbuloiden, dass die Strömungen zu ihrem Schicksal bringen wird. Die Nimbuloiden sind aufgetaucht auf einem Planeten mit sehr, sehr dicker, reaktiver Atmosphäre, ja. Sie bestehen völlig aus dichten, kohäsiven Gasen. Also es sind riesige Furzwolken, wenn man so möchte. Und bewegen sich durch die Atmosphäre, indem sie sich chemisch anziehen oder indem sie die Moleküle chemisch anziehen oder abstoßen, ja. In Bezug auf die auch die in den Gasen der Umgebung sich befinden, ne? Also die haben eine Reaktion mit den Molekülen der Umgebung und stoßen sich ab oder ziehen sich an, so bewegen die sich, ja. Sie sehen Realität nur, ich nehme das gerade in einem Flow auf, ne? Und ich merke langsam, ich kann nicht mehr reden hier. Also sie sehen die Realität so auf eine Art, als ständige, sich kreuzenden Fluss von all dem, was sie eben Strömungen nennen, ja. Die karmischen Kräfte, glauben sie, ist ihr Schicksal. Also ergo, sie nehmen die Realität, wie ich das verstanden habe, nicht wirklich wahr, sondern sie sehen halt immer nur so Strömungen, die sich kreuzen und diese Strömungen führen sie auf den Weg zu ihrem Schicksal, ja. Mit großer Anstrengung können die Nimbuloiden Materie von können die Nimbuloiden Materie in einem festen Zustand in einen großen sich expandierenden Gaszustand kreieren und auch zurück. Also sie können sozusagen Sachen auflösen und wieder in Nebelzustand und wieder zurückbringen, ja. Sie sind
sind in der Lage, um Klumpen sich herumzubewegen und diese Materie zu transformieren. Und diese Klumpen in arbiträre Formen mit Bedeutung, also arbiträr heißt bedeutungstragend, ja, in arbiträre Formen zu pressen, ja. Wenn ein sehr fähiger Nimbuloid zum Beispiel die benötigte Energie expandiert, kann er große, riesige Strukturen mit unglaublicher Geschwindigkeit kreieren. Deswegen sind sie, ja, sind sie sozusagen richtig tolle Bauarbeiter, weil sie genau das können, ne? Also auch gut. Also ich denke mal, bei denen können, also die können einfach Raumschiffe oder generell Strukturen schneller kreieren oder vielleicht, also entweder Raumschiffe schneller kreieren oder eben Gebäude. Ja, meine Lieben, aber das war's dann auch erstmal. Jetzt haben wir nämlich alle Fraktionen durch, wie ihr seht, ja. Also habe ich jetzt alle mal im Detail vorgestellt. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und ihr habt euch schon mal sehr, es hat schon mal das Interesse für dieses wunderbare Spiel entwickelt. In der nächsten Folge werden wir dann auch eine Rasse spielen. Ich habe keine Ahnung, welche ich nehme. Also ich könnte natürlich jetzt ganz easy einfach sagen, ja, komm, nehmen wir die Kambuchis, oder wie heißen sie? Die Kamachis, ja. Weil die relativ einfach sind. Könnte man auch fürs erste Spiel tatsächlich machen, aber ich überlege es mir noch. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim ja, beim Testgame in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao.